Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia, Wise of the Sinnesworld. Beim letzten Mal sind wir hier an dieser Stelle im Westturm von Gordovan stehen geblieben. Dort haben wir den Typen verfolgt und auch gefunden, der die Stadt Gordovan dem Erdboden gleich gemacht hat. Allerdings mussten wir entsetzt feststellen, er hat uns ziemlich in den Arsch getreten. Mit unserem aktuellen Levelstand haben wir gegen ihn absolut keine Chance. Aber zum Glück hat uns Iris ein weiteres Mal geholfen und uns alle wiederbelebt. Ich spreche auch die ganze Gruppe. Nur deswegen konnten wir dieser Situation hier entkommen. Und damit haben wir hier eigentlich jetzt alles in diesem Turm erledigt. Aber da ist ja noch eine Tür mit zwei Bonusgegenständen und die nehmen wir natürlich dann vorher noch mit. Ein Skimitar. Das ist eine Waffe, die, glaube ich, Maxim und Sedan tragen können. Und ein Abwehrschild. Die schauen wir uns doch beide mal eben an. Den Skimitar, genau, können die beiden tragen. Erhöht den Angriff ziemlich gut. Senkt allerdings die Abwehr, weil sie dann auch die Initiative und Entschuldigung, und auch etwas den Mut. Bei Maxim werden die Änderungen nicht so gravierend. Ein Skimitar, ein gebogenes Schwert. Mit der Fähigkeit Eisbombe. Also das steigert den Angriff ja schon ganz ordentlich und ich denke, ich werde ihn jetzt mal gegen den Feuerdolch austauschen. Man könnte so eventuell Maxim den Feuerdolch geben, aber nee. Sie kann den Feuerdolch nicht tragen, sie dann auch nicht. Vielleicht behalten wir den Feuerdolch erstmal für eventuell spätere Kämpfe auf. Und wir haben noch ein Abwehrschild. Das können die beiden Damen tragen. Abwehrschild sinkt die Intelligenz. Man hört die Abwehr, erhöht die Abwehr nur minimal bei Tier. Bei Sedan sinkt er ziemlich alles. Ein Schild mit besonderer Schutzkraft. Okay. Und hat Eisenband als Zorneigenschaft. Ich glaube nicht die Perlenkette. Hat eine bessere Zorneigenschaft. Ich glaube, wir geben die einfach Tier mal. Cloud will immer noch eine Lavakutte, die können wir nicht anbieten. Und damit haben wir jetzt auch diesen Turm abgeschlossen und können hier eigentlich uns jetzt verpieseln. Denn wir müssen jetzt zurück nach Panduria, um dem König Bericht zu erstatten. Das war Sedans Plan. Und Fumi hat jetzt eine ziemlich gute... Ich sag immer Initiative, aber es ist ja die Bewegung. Wobei 48 ist auch jetzt nicht so besonders gut. Aber trotzdem will er immer noch einmal angreifen, bevor wir dann endgültig flüchten. Auch unsere Zornpunkte sind natürlich alle noch auf Null gegangen. Als Gades, der Fürst der Zerstörung, wie er sich nannte, uns alle niedergerungen hat. Gut, aber jetzt erstmal auf zum Schloss, dem König Bericht erstatten. Da sind wir wieder. Ich liebe diese Schlossmusik. Und jetzt muss ich mal wieder kurz den Timer einstellen. Diesmal habe ich dran gedacht. Way. Hallo. Unglaublich, über welche Kräfte der Mann verfügen muss, der Gordovan zerstört hat. Es ist alles meine Schuld. Ich meine Fähigkeiten überschätzt. Das stimmt nicht. Wir müssen aber dennoch etwas gegen Gades unternehmen. Woher weißt du, wie der heißt? Mein König, mit deiner Erlaubnis werde ich mehr über Gades herausfinden. Ich werde alleine gehen. Ich denke, wir sollten Maxims Hilfe nicht zu oft in Anspruch nehmen. Und wieder kommt ein Soldat. Gibt es hier jemanden mit dem Namen Guy? Ja, was möchtest du? Hier ist ein Bote aus Tumble. Er berichtet, dass es deiner Schwester schlechter geht. Was, Leana? Geh zurück nach Tumble.
Aber gar, das ist so stark. Ich kann euch jetzt doch nicht im Stich lassen. Leanna braucht dich jetzt. Mehr denn je. Geh und steh ihr bei. Das stimmt, aber... Mach dir keine Sorgen um uns. Ich kenne jemanden, der uns helfen wird. Du meinst... Kann es wirklich? Mein König. Mein König, ich bitte euch um Selans Hilfe. Wir helfen dir auch, mehr über Gals herauszufinden. Das klingt wirklich gut. Bist du damit einverstanden, Selan? Ja, mein König. Ich beauftrage dich und Maxim, damit mehr über diesen ominösen Gals herauszufinden. Verstanden, mein König. Mit deiner Erlaubnis werden wir nun gehen. Ich werde nun nach Tambe gehen. Ich hoffe, dass Leanna gesund wird. Meine Schwester ist stark, sie wird nicht aufgeben. Außerdem ist Jessie bei ihr. Ja, ich weiß. Also halte die Ohren steif, ich bin bald wieder zurück. Wir werden schon auf uns Acht geben. Ich weiß, also dann, bis bald. Und da wären wir jetzt also nur noch zu dritt. Leanna wird wieder gesund, oder? Natürlich. Maxim. Bevor wir gehen, möchte ich die Wahrheit von dir erfahren. Seele. Die Wahrheit? Kommst du mit uns, weil der König dich darum gebeten hat? Nein, ich möchte wissen, was es mit der Frau in der Höhle und deinem Schicksal auf sich hat. Du meinst diese komische Schicksalsgeschichte? Ja. Außerdem möchte ich Gales besiegen. Das hätte das mit Ehre und Stolz zu tun. Du meinst, du kannst Gales besiegen? Seine Kraft ist gewaltig, aber wenn ich ihm mit meinem gezückten Schwert gegenüberstehe, dann... Du denkst doch das Gleiche, Maxim. Ja. Das habe ich mir gedacht, deshalb möchte ich dich begleiten. Traust du mir jetzt endlich? Ja, aber noch nicht hundertprozentig. Wow, das ist ein ganz schön harter Brocken. Lass uns aufbrechen. Lass uns nun durch den Turm nach Minias gehen. Die Barriere im Turm sollte nun abgebaut sein. Jetzt sind wir also nur noch zu dritt unterwegs. Der gute Maxim mit zwei hübschen Ladies an seiner Seite. Aber gut. Maxim, pass gut auf Selan auf. Das machen wir. Westlich von Gordovan liegt die Stadt Minias. Es ist eine kleine und wunderschöne Stadt. Soll Gales kommen. Ich werde ihn nicht hereinlassen. Mutig, mutig. Jetzt müssen wir also wieder zu diesem Turm, von dem wir gerade kamen. Denn da gibt es noch einen weiteren Ausgang, der uns vorher noch versperrt geblieben ist. Aber jetzt sind wir noch zu dritt. Das macht das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher. Ich hoffe, Guy wird relativ schnell wieder zurückkommen. Aber bis dahin sind wir auf uns erstmal alleine gestellt. So, wir können dann mal ganz kurz noch Gordo warnen. Aber ich glaube, hier gibt es jetzt auch nichts Neues. Ja, der gute hieß Gades. Hurra, die Frau ist in Sicherheit. Ach so, dann meinte sie wahrscheinlich Iris. Denn als wir Gordovan das erste Mal betreten haben, sagte sie, dass Garnes eine Frau entführt haben soll. Und das schien ja dann Iris zu sein. Sehr mysteriös. So. Und wenn ich mich richtig entsinne, ist da der Durchgang. Genau, jetzt sind die komischen Säulen oder was auch immer runtergefahren und wir können weiter. So sagte der eine Soldat nicht gerade Richtung Süden, die Linias, oder ist er Richtung Norden. Vielleicht ein kleiner Fehler. Und ich denke mal, das sollte schon Linias sein. Hallo, Hasspilze? Ich hasse euch, deswegen gehe ich. Und in der Tat, das ist Linias. Ins Hotel brauchen wir nicht zu gehen. Willkommen in Minias. Habt ihr schon von den Monstern in der Nordhöhle gehört? Oh, aber was ganz Neues, dass hier Monster aufgetaucht sind. Oder sein sollen. Mein Gott, mein Deutsch ist wieder gut heute. Erstmal eine Speicherung zur Feier des Tages. Halli, hallo. Wow, du Glücklicher. An jeder Seite eine tolle Frau. Eine Frau, das ist toll. Das haben wir auch schon gedacht. Tia, Selan, Tia. Oh, Selan gibt's nicht mehr. Oh, da ist sie wieder. Markus' Vater hat alle Häuser in dieser Stadt gebaut. Wer ist Markus? Nein. In Osalka soll es einen großartigen Krieger geben.
erstmal im Shop vorbeischauen. Oh, du hast ja nicht viel anzubieten. Krafttank brauchen wir eigentlich so gut wie nie. Warp und Flug brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu kaufen. Also ist noch eine Waffe, den Glaudius Götterschlag. Ein kurzes Schwert mit einem dekorativen Muster. Ist aber schwächer als Maxims Waffe. Rüstung hast du auch nicht viel. Eine Toga. Eine römische Toga. Und ein Zylinder. Ein runder, schicker Hut. Und der soll uns mehr Abwehrkraft verleihen. Kostet 3000. Könnten wir zwar kaufen, aber lassen wir erstmal. Können wir kurz schauen, was Cloud will. Eine Federrüstung. Schauen wir uns doch lieber den Magieshop mal an. Ruf mich, wenn ihr mich braucht. Glutball. Die stärkere Form vom Funke. Die kaufen wir mal für sie dann. Dann haben wir Speedy, erhöht im Kampf die Bewegung. Kaufen wir mal für Maxim und Sedan. Furie erhöht den Angriff, genau. Kriegst du ebenfalls Sedan. Und auch Tia. Flucht hat schon Sedan, genau den Warp. Wie den Warp, aber... Da braucht Tia es dann auch nicht nochmal zu besitzen. Einmal reicht vollkommen aus. Also ein klein Maxim. Mein Freund Marco hat dieses Riesenei. Es ist so riesig. Ich möchte so gern wissen, wer oder was das Ei ausbrüten wird. Wen oder was sollte das wahrscheinlich heißen? Mein Vater baut Häuser und Brücken. Zurzeit ist er in der Nordhöhle und repariert die Brücke. Aber in der Nordhöhle sind doch viele Monster. Das ist sicher gefährlich. Ja, aber mein Vater ist der Einzige, der die Brücke reparieren kann. Ein wirklich großartiger Mann, dein Vater. Ja, ich hoffe, er wird bald wiederkommen. Und ihr habt bestimmt schon erraten, was unsere nächste Aufgabe ist. Gordovans Zerstörer wurde in der Nordhöhle gesehen. Er hat auch die Brücke zerstört. Wir wollen die Brücke reparieren, aber es sind zu viele Monster in der Höhle. Der bestätigt uns auch nochmal da drin. Du bestimmt auch. Der Mann, der Gordovan zerstört, ist nach Norden gezogen. Ich habe im ganzen Leben noch nie solch eine Horrorgestalt gesehen. Da zittert er zurecht. So, habe ich mit dir schon gequatscht? Jo. Das war's dann auch schon mit dieser, mit diesem Städtchen hier. Das speichert haben wir auch schon. Gut, dann schauen wir uns doch mal in der besagten Nordhöhle um. Und halten nach dem Brückenbauer Ausschau, der seine Arbeit anscheinend nicht fertigstellen kann, weil... Surprise, surprise, so viele Dämonen und Monster dort eingefallen sind. Und wer muss sich um dieses Problem kümmern? Ich glaube, ich weiß schon mehr. Wir natürlich. Und da sind wir schon in der Brückenhöhle. Und du scheinst auch schon der Brückenbauer zu sein, oder? Es gibt ja so viele Monster, dass ich die Brücke nicht reparieren kann. Vorher gab es hier keine Monster. Toll, danke für die Info. Na gut, dann schauen wir uns hier mal ein wenig um. Und zwar um etwas gegen die... Monster zu unternehmen. Der Fall dort ist nicht hochgefahren, deswegen können wir uns auch nicht drüber schlenkern. Und hier leicht zu erkennen, kleiner Geheimgang. Schauen wir mal, was dort zu finden ist. Ein Schalter. Der Fall am Flussufer ist wieder aufgebaut. Toll, das war schon das Rätsel der Lösung. Aber wir gehen, keine Sorge, wir gehen gleich nochmal oben vorbei. Würde ich sagen, machen wir zuerst vielleicht einen separaten Raum hier. Jo, in der Tat. Ein Heiltrank. Ich glaube, unser allererster. Das ist nämlich eine... Oh, nee, doch nicht. Unser erster haben wir doch schon welche gekauft gehabt. Aber wo sind sie denn? Oh ja, zwei Stück hatten wir schon. Belebt nämlich einen bewusstlosen... beziehungsweise toten Kämpfer wieder. Spektrum von des Heilsirups. Gut, dann gehen wir jetzt mal rüber. Und es geht nach unten. Auch so ein verdächtiger Raum irgendwie. Untergeschoss 3. Und wieder zwei Türen. Auch so ein komischer Raum hier. Gehen wir erstmal den hier. Und wieder ein separater Raum mit einem Zaubertrank.
für den Payoff. Und als nächstes mal wieder ein leerer Raum. Ach, das fällt auch den beiden jetzt wohl auf. In diesem Raum ist nichts. Diese Leere erscheint mir sehr dubios. Gibt es hier nicht einen Trick oder sowas? Lauf, lauf, lauf. Tja, lauf hier nicht so unbedacht herum. Das könnte gefährlich werden. Alles okay hier. Wah! Tür! Um Himmels Willen, schnell, wir müssen sie finden. Mist, ich finde die Treppe nach unten nicht. Wir haben keine Zeit mehr, um nach Treppen zu suchen. Was zum Henker? Abwärts. Tja, pass auf! Mann, das war aber knapp. Geht es dir gut hier? Ja, ja, danke. Gut. Tja, alles in Ordnung? Ja, Sidan hat mich gerettet. Danke, Sidan. Deine blitzschnelle Reaktion hat Tja gerettet. Naja, da war auch viel Glück dabei. Ja, du hast aber... Ja, da hast du vollkommen recht. Also passt jetzt besser auf. Ich glaube, ich könnte das nicht wiederholen. Wir dürfen uns nicht nur auf unser Glück verlassen. Davon abgesehen, was machen wir jetzt? Ich kann keinen Ausgang entdecken. Mal sehen, vielleicht ist irgendwo eine Geheimtür versteckt. Och, nicht schon wieder loslatschen. Sidan! Warte, Maxim! Was ist los hier? Wir müssen uns beeilen. Ja, tut mir leid. Also, auf geht's. Und schwupps. Mann, Mann, Mann. Sidan ist hier auch nicht so schön. Und sagst du, wir sollen vorsichtig sein. Und was machst du? Ja, gut, aber... warte mal, du bist doch da gerade reingefallen. War nur Spaß. Ich bin froh, dass du hier bist. Egal, Hauptsache dir ist nichts passiert. Auf geht's hier. Du bist so süß, Maxim. Es wäre alles viel einfacher, wenn du ein Ekel wärst. Tja. Wie? Was? Oh, verzeih mir. Ich habe gerade über etwas nachgedacht. Ja, ja, da scheint sich noch etwas anzubahnen. Klaut will mal wieder einen Draht zu uns. Den können wir ihm leider nicht geben. Ach du dickes Ei. Sag nicht, wir müssen die alle besiegen hier. Und der eine scheint da irgendwas zu bewachen, eine komische Kugel. Da kommen wir aber wohl nicht anders ran. Schauen wir uns doch erstmal bei der Tür hier um. Die geht allerdings nicht auf. Dann müssen wir wohl, ob wir wollen oder nicht, mal ein paar Gegner schnetzeln. Und erinnert ihr euch noch an den Echsenmann? Der erste Endboss in diesem Spiel ist jetzt ein Mini-Gegner. Gut, was tun wir? Wollen wir mal ein... Ach, für dich haben wir ja gar keinen Guter gekauft. Dann greifst du mit Schock an und du greifst mit Lupa den Riesenorg an. Damit steht hier in der vorderen Reihe. Könnten wir eigentlich mit Sedan gleich mal austauschen. Lupa, mal schauen, wie viel es abzieht. Jo. Das ist doch schon mal ordentlich. Und auch der Fumischlag zieht jetzt mehr ab als zuvor. Und noch der Hexmann Geschichte. Und wir haben gesehen, er hat seine zweite Spezialattacke erlernt. Wo sehen wir das? Ach, das sehen wir ja schon. Und zwar die Kopfnuss. Bestimmt doppelt so stark wie der Fumischlag. Den werden wir bestimmt auch bald zu Gesicht bekommen. Wie? Der ist ja wieder aufgetaucht. Was zur Hölle? Gut, also schätze ich mal, dass es irgendwas mit dieser schwarzen Kugel da zu tun hat. Das heißt, den hier müssen wir auf jeden Fall besiegen. Und wir gehen zuerst auf den Doberbeißer. Und ich habe wieder vergessen, die Reihen zu tauschen zwischen Sedan und Tier. Aber das macht jetzt nicht so viel aus. 37 Schaden, wow. Nicht so schlecht. Aber dafür hält er nicht so viel aus, wie er aussieht. Und wir haben eine Narrenkappe erhalten. So, jetzt tauschen wir erstmal eben die beiden aus. Heilen Maxim einmal. Und schauen, was diese Narrenkappe kann. Die können die beiden Damen wiederum tragen. Erhöht die Abwehr. Eine Mütze mit magischen Schellen. Senkt die Magieabwehr bei Tier. Aber die Abwehr geht um 9 hoch. Bei Sedan geht die Abwehr um 5 nach oben.
Jo, dann kriegt ihr da mal die Narrenkappe. Und wir zerstören einfach mal diese Kugel mit dem Schwert. Trumpfgehauen. Und alle Monster sind zerstört. Und das war anscheinend auch schon diese Quelle für die Dämonen. Jetzt können wir wieder ein paar Stockwerke nach oben latschen. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite der Brücke. Die Monster sind weg. Habt ihr Typen sie vertrieben? Ja, wir haben die Quelle des Bösen, die sich im Keller dieser Höhle befand, besiegt. Nun kann ich die Brücke reparieren. Wollt ihr mir dabei zuschauen? Ich habe es gern, wenn mir jemand dabei zuschaut. Das liegt in der Familie. Ich bin gleich fertig. Und innerhalb von, grob geschätzt 5 Sekunden hatte die Brücke repariert. War das nicht toll? Tja, ich bin ein Meister meines Fachs. Nun denn, bis zum nächsten Mal. Und jetzt könnten wir theoretisch schon weiter nördlich, aber wir gehen nochmal vorher kurz zurück nach Minyat, hieß die Stadt, glaube ich. Und statten den Brückenbauer nochmal kurz einen Besuch ab. Jawohl, Minyat hieß die Stadt. Ich glaube, er wohnt hier, oder? Ne, dann war es auf der rechten Seite. Genau. Vielen Dank für eure Hilfe. Fühlt euch hier wie zu Hause. Vielen Dank, ich habe hier etwas für euch. Willst du uns das wirklich geben? Ja. Ich werde es gut aufbewahren. Und tada, wir finden unser drittes, viertes Drachenei. Unser zweites erst. Nur immerhin. Insgesamt müssen wir 8 finden. Das ist so eine kleine Zeitquest, die man nicht unbedingt machen muss. Und klaut wieder die Baskenmütze, die wir sie dann vorhin abgelegt haben. Das passt doch ganz gut. Vielen Dank, sagt er dafür. Und jetzt wieder den Draht. Also den sollte ich wirklich heute, wenn ich ihn irgendwie irgendwo zu kaufen sehe, sollte ich mir da gleich eine gewisse Stückzahl von kaufen. Den will er anscheinend ziemlich häufig. Gut, jetzt können wir aber wirklich weiterziehen. Und was wollte ich sagen? Naja, ist auch egal. Die Brücke ist repariert und wir können in die Wüste weiterziehen. Großes Wüstengebiet. Aber ich denke, hier werden wir uns beim nächsten Mal wieder ein bisschen weiter umschauen, denn es ist wieder Zeit für einen Cut. Ich bedanke mich erstmal wieder für euer Zusehen und ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Episode wieder ein, wenn es heißt Let's Play Lufia, Wise of the Sinistrals. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal, euer Killer.